Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Wir haben hier Krankenhausakte Nr. 3 für Krankenblatt des Patienten Nr. 71. Patient ist an Ruhe erkrankt. Keine Hoffnung mehr für ihn. Habe Isolierung und Gebete für ihn angeordnet. Habe ebenfalls beschlossen, die Kräuterdosis zu erhöhen. Ehrlich gesagt, mir scheint, sie heilen, aber sie lösen auch die Zungen. Krankenhausakten allgemein. Aktion nicht möglich. Was? Alle Seiten wurden rausgerissen. Es ist nur der Umschlag geblieben. Ach so. Ich muss die anderen restlichen Akten suchen und finden. Okay, kein Problem. Ui, was haben wir da für einen? Der haut sich den Kopf gegen die Wand. Wie konnten sie nur? Diese Menschen waren unschuldig. Und ich? Wer konnte was? Ich werde nicht mit dem Feuer spielen. Nee, habe ich auch kein Interesse dran, Geralt. Oh, es tut weh! Es tut weh! Aha. Gott, wie riesig war denn bitte dieses Krankenhaus? Zeit, um sich um das hier zu kümmern. Und jetzt haben wir uns den da. Sehr schön. Noch einer? Nein. Todesessenz. Truhe mit Krankenhausakte Nr. 1. Und einen Köder haben wir bekommen. Platziere Köder im Inventar auf Feldern. Da, da, da. Oh Gott. Das ist echt eine Irrenanstalt. Krankenhausakte 1. Krankenblatt der Patienten Nummer 14. Die Frau zeigt heftige Anzeichen von Schizophrenie. Um ihre Schönheit zu schonen, habe ich auf die Therapie mit den brennenden Reif verzichtet und auf Behandlungen mit Kräutern in erhöhter Dosis gesetzt. Wegen der Aggressionsanfälle habe ich empfohlen, die Patienten in Ketten zu legen. Ihre Wandmalerei zur Analyse. Aha. Haben wir eigentlich jemals den Bericht für Thala geguckt? Wo kommt das Blut her? Ach ja, den haben wir gelesen. Ich erinnere mich. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Wow, das nenne ich Wandmalerei. Es tut so weh! Bitte, hilf mir! Gib mir Medizin! Der Boden bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Mhm. Da haben wir noch eine Wandmalerei. Das sieht krass aus. Bewegt sich! Er kriecht auf mich zu! Und da sitzt einer. Da haben wir nochmal eine Wandmalerei. Und da sitzt Gridley. Lass mich. Verschwinde. Ganz ruhig. Das war nicht meine Schuld. Ich war das nicht. Ich war es nicht. Was warst du nicht? Feuer. Überall Feuer. Das sollte nicht passieren. Ich wollte das nicht. Ich schwöre. Wenn ich dich nicht beruhige, erfahre ich von dir nicht viel. Vielleicht sind ja nicht alle Medikamente verbrannt. Verschwinde. Mhm. Ja, scheiße. Die Dinger sieht man fast nicht. Geistertrophäe und Todesessenz bekommen.
Und hier haben wir Arznei für Gridley. Und eine Truhe mit Patienten. Nummern mal wieder. Schauen wir uns das an. Kranken, plattes Patienten, Nummer 15. Persistente Halluzinationen. Behauptet von der wilden Jagd entführt worden zu sein. Fantasiert wahlweise von einer Welt, in der er zu einem gigantischen Massaker gekommen ist. Einhörner spazieren über Menschengräber oder von prächtigen Elfengärten. Will nach etwa einem Jahr der Gefangenschaft entkommen sein und festgestellt haben, dass in dieser Welt erheblich mehr Zeit verstrichen war. Berichtet von den Gräbern seiner Kinder. What the fuck? Und Krankenblatt ist Patient Nummer 19. Langzeitpatient, ältester der noch lebenden Insassen. Nach misslungener Therapie mit kaltem Wasser kaum Hoffnung. Habe empfohlen, ihnen Ketten zu legen und ihre Verpflegungsrationen zu kürzen, um der Krankheit die Kraft zu nehmen und das autodestruktive Verhalten einzudämmen. Haben mit der Verabreichung von Kräutern begonnen. Die haben ein bisschen seltsam die Menschen behandelt. Verschwinde! Was immer hier geschehen ist, es hat die Insassen tief beeindruckt. Mhm. Ja, hier sind auch etliche, aber wirklich etliche Zeichnungen an der Wand. Naja, verabreichen wir ihm mal die Medizin. Was ist los? Wo bin ich? Nur ruhig. Rupert hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Rupert? Er lebt? Hör zu, du und dein Kumpel, ihr seid Halunken, das merkt man gleich. Dieser Ort hat eine grässliche Vergangenheit und es würde mich nicht wundern, wenn ihr damit zu tun hättet. Verstehst du, was ich meine? Ja. Schön. Erzähl mir die ganze Geschichte und nichts auslassen. Geschichte? Es gibt immer eine Geschichte, Gridley. Nun red schon. Ach, wir waren Soldaten im Dienst von Edom. Im Nilfgaard-Krieg habe ich Rupert im Lazarett ausgeholfen. Unsere Einheit war in diesem Haus stationiert. War uns einerlei, wer hier lebte. Die Irren waren harmlos. Jedenfalls am Anfang. Eines Tages erwischten die Kundschafter einen Nilfgaarder, der dabei gewesen war, wie Beute aus Edom versteckt wurde. Ein Riesenglücksfall. Es gab die unglaublichsten Geschichten über diesen Schatz. Jedem schwarzen Kriegsgefangenen hatten wir auf den Zahn gefühlt. Und diesmal dem Richtigen. Wir beschlossen, ihn zum Reden zu bringen. Durch Folter? Der Anführer befahl, ihn aufs Rad zu flechten. Aber Rupert sagte, er wisse ein besseres Mittel. Kräuter aus der Umgebung, die jeden zwingen, die Wahrheit zu sagen, der sie als Tee trinkt. Der Kommandant verhörte den Gefangenen und zeichnete eine Karte. Ganz schön aufgeregt waren wir. Übermütig. Haben den Schatz schon mal aufgeteilt. Der Priester, der die Irren betreute, hat Schwierigkeiten gemacht. Einer von uns hat ihn erschlagen. Klappt ja mit dem Erzählen, Gridley. Hast Chancen, hier heil rauszukommen. Wie ging's weiter? Der Gefangene hat das Versteck verraten. Der Kommandant hat ihn trotzdem vierteilen lassen. Vor den Augen der Insassen. Die sind völlig ausgerastet bei dem vielen Blut. Wir mussten die meisten abstechen. Irgendwann ist das Feuer ausgebrochen. Weiß nicht genau wann. Hat jemand überlebt? Ja, ein Mädel. Das haben wir mitgenommen. War still und willig, dachten wir. Bis sie in der zweiten Nacht den Kommandanten abgemurkst und sich mit der Schatzkarte verdrückt hat. Wir haben sie nicht gefunden. War ja Krieg. Wir hatten nicht viel Zeit, sie zu suchen. Und dann kehrt ihr nach all der Zeit zurück. Was habt ihr gedacht? Dass ihr sie hier findet? Ich hatte genug Pech im Leben. Rupert noch mehr. Das war eine Chance für uns. Das Glück war uns doch einmal hold. Wer weiß, vielleicht hat es uns nicht verlassen. Darauf würde ich nicht zählen. Das ist ein übler Fluch, mit dem wir es hier zu tun haben. Wir täten gut daran, die Überreste dieses Nilfgaarders zu suchen. Verschwinde! Oha. Verschwinde! Lass mich! Verschwinde! Da ist er ja. Ein Wolf kommt selten allein! Was willst du? Ihren Tod? 22 kehren dahin zurück, wo keiner mehr ist. Ein einziger richtet sie. Ist er gnädig, füttert er die Toten mit ihnen.
Ist er unerbittlich? Gibt er ihnen, wonach sie begehren? Eine Prophezeiung, wie schön. Hätte ich mir denken können. Bringst du mir ihre Herzen, esse ich mich an ihrer Feigheit satt. Bringst du mir ihre Augen, banne ich ihren Blick. Das ist dein Vorschlag? Also gut. Ich werde dem Fluch ein Ende machen. So oder so. Mhm. Verschwinde. Sie sollen leiden! Sie verdienen es! Für was entscheiden wir uns denn? Verschwinde. Na, erstmal müssen wir zu den anderen zurück. Und? Ich bin dem Geist eines Nilfgaarders begegnet. Komm, wir gehen nach oben zu deinem Freund. Gridley, du lebst! Was ist da unten geschehen? Ich habe den Geist des kaiserlichen Soldaten gefunden. Du bist doch ein Hexer! Werd ihn los! Haha, okay. Wir können uns jetzt entscheiden, die beiden dem Geist auszuliefern oder andersherum. Also wir haben gehört, dass ihre Einheit dafür zu Schulden gekommen ist, dass er überhaupt gevierteilt wurde, etc. Weiß jetzt nicht, soll ich sie ausliefern? Oder soll ich es nicht tun? Ich meine, irgendwie sind es ja schon asoziale. Also der Gridley zumindest hat ja gesagt, er wollte das nicht, aber er war trotzdem dran schuld. Beziehungsweise halt mit Schuld. Und so haben die ganzen Insassen auch abgemurkst, der Priester wurde erschlagen. Eigentlich sind sie schlimmer als Monster, weil sie von ihrer Gier getrieben wurden. Ich gestatte dem Geist mal seinen Wunsch. Schon geschehen. Kommt, ich will euch was zeigen. So ganz trauen sie mal ja nicht. Wen haben wir denn da? Kennt ihr mich noch? Na, Sanitäter? Erinnerst du dich, wie ihr ein Stück nach dem anderen aus mir herausgerissen habt? Wisst ihr noch, was ihr den Menschen in diesem Haus angetan habt? Du hast uns reingelegt! Das Verbrechen wird gesühnt. Die Sühne bereitet dem Fluch ein Ende. Ich lasse euch allein. Oh ja! Ich brauche dich nicht mehr. Das wird ein Festmahl, Jungs! Okay. Und tot sind die beiden. Was haben wir hier? Schema für ein solides Hexerschwert und Stinkbomben. Der andere hat ein paar Ohrens dabei. Da haben wir die Leiche des Nilfgaarders. Jetzt können wir sogar hier die Leiter hinauf. Oh nein, ich muss nochmal runter. Da unten ist eine Truhe. Da unten ist eine Truhe. Schalalalala. Finden wir vielleicht nochmal ein paar Akten. Ja, Krankenhausakte Nummer 4. Das wird wahrscheinlich die letzte sein. Anhang zum Krankenplan der Patientin Nummer 14. Zeichnungen der Patienten bestätigen die Hypothese von Schizophrenie. Die auffällige Grausamkeit darin hat zweifellos ihre Quelle in Ereignissen während der Kindheit. Starkes Trauma feststellen und eine dominante Mutter haben den Verstand dieses armen Geschöpfes verzerrt. Die Patientin wird zu Anwendungen überwiesen. Ich habe beschlossen, die Dosis meiner Kräutermischung zu erhöhen. Mir scheint, außer Heilwirkung setzt sie in den Menschen die Wahrheit frei und Wahrheit macht uns frei. Ah ja. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Hinweis auf die wilde Jagd bekommen. Mit dem einen Krankenblatt, das wir gefunden haben. Und dann begeben wir uns jetzt wieder zurück. Allgemein könnte man doch gerade sagen, dass wir hier noch ein paar Sachen durchsuchen können. Oder? Da geht's nochmal raus. Da
waren aber doch hier so ein paar Sachen versperrt. Hä? Okay, ich blick das gerade nicht so ganz. Wir sind doch da hinten dem Typi gefolgt. Da haben wir noch eine Leiche. Horins Aufwertung oder ein exzellentes Stahlschwert. So, und dann sehen wir uns mal wieder im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dann, Leute.